Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Final Fantasy. Wir sind immer noch im Unterwasserpalast. Das wird auch noch eine Weile der Fall sein, denke ich mal. Und wir gehen jetzt mal in die Richtung, wo es halt die uns Fortkommen sichert. Ich bin ja immer ganz, ja, mehr oder weniger intensiv dahinter, die Sachen zu finden, die hier versteckt sind, zumindest mal die Kisten. Weil man sieht ja, man kriegt doch immer mal irgendwie Items, die einem auf irgendeine Art und Weise doch behilflich sein können. Greifen erstmal normal an. Dann erhöht sich ja ganz brav wieder unsere Fähigkeitenpunkte. Aber das reicht jetzt auch schon wieder. Und wir sind durch. Perfekt. Aber wir one-hitten die Sachen nicht mehr. Und das ist doch schon so ein bisschen traurig. So, Minotaurus steigt ganz fleißig. Das scheint ein ganz, ganz eifriger Kerl zu sein, der gute Minotaurus. Also irgendwie hat er mich neugierig gemacht. So, mal gucken, was wir hier so finden. Gehen wir mal schön X drücken in den Ecken. Aber scheint nichts zu sein. Andere Seite. Ach, es ist ja schon hübsch, ne? Finde ja auch immer so Dokumentationen über die Unterwasserwelten und weiß ich nicht was. Finde ich ja auch immer total schön. So, dann rufen wir mal Lightning diesmal. Lon, Rain, you need me? Okay, sie ist definitiv stärker als Squall. Das heißt, sie wird da schon eher unsere Wahl sein, die wir später aufnehmen werden. Ja, war nicht schlecht. Also Lightning besser als Squall. Ich will aber halt auch ganz gerne jemanden. Also jemand, der uns heilt, der soll natürlich dabei sein. Und ein Angriff auf alle und ein Angriff auf eine, das wäre halt ganz gut. Dude, how did one of these get down here? I know. They're everywhere. So, aber wir haben ja, glaube ich, das schon gefunden. Eine Klingelglocke, ja, die haben wir. Sehr süß. Please don't ask Lon questions. Okay. So, immer schön in die Ecken gucken. Und dann geht's weiter. Ach, ist das schön. So, hier unten wird was angezeigt, aber ich nehme mal an, das ist unterhalb von uns. Ja, mal gucken. Da können wir an die Wand hoch. Probieren wir da mal aus. Also hier gibt es doch schon so ein bisschen was zu entdecken. Okay, jetzt wird das schon langsam. Ah, das ist das Quatschofi, was wir vorher hatten. Und das andere ist ein Quatschocho. Okay, verstehe. Ja. Das hat natürlich alles seine Logik. Blitz. Blitzra. Blitz! Blitzra! So, dann hätte ich gerne einmal Vita für die liebe Rain. Und draufhauen. Perfekt. Ist natürlich dann einfacher, wenn man es mit einem Erlöser macht, aber das muss ja auch eigentlich nicht sein. Aber wir kriegen ganz gut Punkte von dem einen kleinen Kerl. Also von dem lieben Hai. Das ist auch ganz gut. Ja. So, mal gerade schauen, wo uns das hier hinführt. Ah, dann ist das auf der anderen Seite vielleicht doch. Wir können hier ja aufs Dach rauf, aber hier ist nichts. Oder übersehe ich was? Nee. Okay, schade. War das auf der anderen Seite auch, dass wir da hochklettern können und ich habe das nur übersehen? Das kann durchaus sein. So. Kämpfe sind hier natürlich auch wieder total viele. Aber klar, wir sind in einem Dungeon. Unterwassertempel ist auch eigentlich übrigens so ein Ding, was immer öfter in Final Fantasy vorkommt. Also es ist nicht so, dass in jedem Final Fantasy ein Unterwassertempel vorkommt,
Aber es kommt immer irgendetwas vor, was unter Wasser irgendwie natürlich liegt, ne? Also es fängt bei, ich glaube, das ist die Dawn of Souls Edition von Final Fantasy I. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Editionen auch so ist, weil ich habe die Dawn of Souls Edition. Da gibt es ja den Unterwassertempel, oder ich glaube, den Tempel gibt es auf jeden Fall, aber die zusätzlichen Etagen nicht. Irgendwie so war das. Und so zieht sich das halt immer durch. In Final Fantasy, Final Fantasy VIII haben wir die Unterwasserforschungseinrichtung. In Final Fantasy IX haben wir, glaube ich, nichts unter Wasser. Ich muss mal überlegen. Ah, da haben wir halt die Chocobo-Seehöhle. Ah, seht ihr, geht doch hier hoch. Zwei Flaschen Revitali X. Okay, gehen wir mal hier runter, für den Fall, dass da sich irgendwas versteckt hält. Final Fantasy X, klar, spielt relativ häufig unter Wasser wegen, Blitzball. Also es ist doch immer wieder so ein Motiv, was eigentlich in Final Fantasy Spielen doch dann immer wieder auftaucht. Warum kriegt die eigentlich so eine riesen Klatsche die ganze Zeit? Und ja, sehr schön. Mit einem Schlag weg. Mit einem Schlag weg ist mir immer am liebsten. Drauf und fort. Genauso wie, also die Elemente, die spielen halt eigentlich immer eine große Rolle in den Final Fantasy Spielen. Gut, es ist klar. Wir haben halt immer so dieses Standardmotiv. Es gibt halt eine Welt, die gerettet werden muss. Das ist halt typisch, ist halt Rollenspiel, das ist halt so, Welt muss immer gerettet werden, egal ob es JRPG ist. Und ich glaube, es ist in westlichen Rollenspielen, ist es glaube ich auch so, dass es immer irgendwie die Welt gerettet werden muss. Gibt es halt solche Standards, das ist genauso wie bei Horrorspielen, da. As fun as it is to breathe water and walk on the bottom of the ocean, this place is really starting to get to me. You ever wonder. Da gibt es ja auch immer diese immer wiederkehrenden Motive und die immer wiederkehrenden Locations. Ich meine, gut, irgendwann hat man halt auch keine Ideen mehr, nehme ich mal an, ne? Und dann wiederholt es sich halt automatisch. Das ist wahrscheinlich ganz normal. Swoosh. Aber das ist halt schon so die klassischen Super-Horror-Spiele, sag ich mal, ne? Wie das Ur-Silent Hill und das Ur-Resident Evil, wo man halt wirklich so dieses altes Haus, beziehungsweise alte Häuser, Krankenhaus, Schule. Wow, that's nice. How about you tell me about it another time? Und natürlich der allseits beliebte Abwasserkanal. Das sind halt Dinge, die immer wieder vorkommen, ne? Und es ist halt auch, es ist ja auch erfolgreich, es funktioniert ja auch, ne? Und halt gerade diese ständige Wiederholung immer wieder interessant wirken zu lassen, ist wahrscheinlich auch die große Kunst an dem Ganzen. So, haben wir noch irgendwie, wie stehst denn du zu Sanctus? Oh, gut. Machen wir erstmal den Quatscho weg. So, und Blitzra. So, und den Rest kloppen wir. Einmal darf er noch. So, machen einmal bitte Vita. Nein, nicht auf sie. Ach Mist. Macht der Gewohnheit. Müssen wir es im nächsten Kampf machen. Es ist ja, wie gesagt, große Kunst, die Leute doch wieder immer wieder zu unterhalten, indem man doch die ständigen Wiederholungen drin hat, ne? So. Eine Klingelglocke. Das heißt, wir haben hier irgendwo noch einen Gimmigolem. Und ich weigere mich, die Dinger Gierschlund zu nennen, weil ich finde Gimmigolem einfach viel, viel, viel süßer. Oh, eine Finsterkluft. Okay. Kriegen wir irgendwo einen Speicherpunkt? Was ist denn das große Runde da? Da oben ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, dann wagen wir uns doch auch mal an die Finsterkluft ran. Dann können wir. Ist jetzt die Frage, wie sinnvoll ist es? Wie sinnvoll ist es, da mit dem bestehenden Team hinzugehen? Oder dass wir halt vorher das Team ändern? Halte ich eigentlich für Quatsch. Dann doch lieber mit einem funktionierenden Team hingehen, ne? So. Und danach das Team dann wechseln. Es sei denn, wir sind natürlich jetzt schon so nah am Ziel. Naja, wir werden sehen. Wir können ja im Zweifelsfall
Dafür haben wir ja den Speicherpunkt. Im Zweifelsfall können wir ja immer wieder zurück und eine andere Taktik ausprobieren. Ist schon doch ein bisschen eher taktiklastig. Taktiklastig? Lastig? Lastisch? Lastisch. Lastig? Okay, da ist hundertprozentig irgendwas drunter. Taktiklastig. Ist das richtig? Das kommt mir so falsch vor. Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich sagen will. Also es ist natürlich jetzt nicht so wie Final Fantasy Tactics. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Gibt es als Version für den Game Boy Advance. Das ist die Version, die ich gespielt habe. Ich glaube, es gibt mehrere Tactics. Aber ja. Ich habe damals in einem Spieleladen gearbeitet. Der hieß damals noch EB Games. Und da hat man einmal im Monat Rabatte, also als Mitarbeiter, hat man dann einmal im Monat Rabatt auf eine Konsole bekommen. Und da habe ich dann halt ganz dolle gespart, mehr oder weniger, und habe mir dann meinen Game Boy Advance SP dort gekauft, von meinem ersten Rabatt, den ich haben konnte. Und da war dann auch Final Fantasy Tactics mit dabei. Und da war ich ganz stolz drauf. Und das besitze ich heute noch. Also ich besitze heute noch meinen Advance SP, der funktioniert auch noch. Und auch mein Tactics. So, du bekommst dein Klingelglöckchen. Ich schätze aber mal, dass wir hier schon kurz vor einem Endkampf stehen. Das sieht zumindest mal so aus. So. Wir speichern einmal. Nee, wir wechseln doch mal aus. Also, wir gehen auf jeden Fall mal zum Mira-Tresor. Und ich möchte auf jeden Fall Tama mal weglassen und ich hole mir den Chocobo wieder. Mal gerade schauen. Vita, Wallum, Kopfstuhl. Also Vita hätte ich auf jeden Fall gerne. Okay. Was hast du? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Überwältigen hast Kopfschuss. Also hat keinen Vita. Also ich möchte auf jeden Fall Vita haben. Das ist ganz wichtig. So. Wir sind jetzt wieder schwächer, ich weiß. So, und dann nehmen wir mal dafür irgendwas. Was ist denn das? Warum leuchtet denn der? Keine Ahnung. Was nehmen wir denn mit? Immer ein Ifrit mit. Ah, der Ifrit hat einen Stern schon dran. Den brauchen wir den eigentlich gar nicht, ne? Die haben beide Sterne dran. Aber Ifrit ist richtig schwach. Ifrit ist richtig, richtig schwach. So, Wasser bringt hier nichts. Sehe ich nicht ein. Fenrir wäre natürlich eine Idee. Beißen aufholen, Eskorte, Schneesturm, heulender Mond, Sledzahn, Spritztour. Ist halt Eis. Weiß ich nicht, ob das hier unten was bringt. Also dann lassen wir es jetzt erstmal dabei. Wir haben dann jetzt auf jeden Fall erstmal das Schokoboküken wieder mit dabei. Der ist ja auch soweit, ne? Ist der durch mit allem? So, Schokoboküken ist das, genau. Metamorphose geht da nicht. Maus Mirabord geht da nicht. So. Okay, aber dann können wir da wenigstens noch mal ein bisschen Punkte sammeln, weil die Metamorphose ja möglich ist. So, Minotaurus. 3, 2, 3 Reisfeld. So, jetzt ist... haben wir eine Metamorphose freigeschaltet. Sehr gut. Was haben wir? Oh. In einen Minotaurus kann er sich jetzt verwandeln. Ach so, Minotauro hieß der. Ah, ja. Okay. Erreiche Stufe 35. Na, die erreichen wir aber noch mit ihm. Das machen wir noch. So. Schwebeauge, wo haben wir den? Hatten wir den die ganze Zeit schon dabei? Nee, ne? Warum hatten wir den denn die... Warum, wo kommt denn der jetzt hier? Doch, natürlich haben wir den dabei, weil wir fliegen wollen mit dem, ne? Wenn was nötig ist. Oder? Bin ich jetzt blöd? Wo kommt denn der jetzt her? Naja, egal.
So, wir speichern jetzt. Ich hoffe, ich habe den Chocobo noch auf dem Kopf sitzen. Und dann gehen wir zur Finsterkluft. Es ist ein schweres Wort. Habe ich ihn noch auf dem Kopf? Ich habe ihn noch auf dem Kopf, okay. Gut. Dann geht's auf und gucken wir mal, welches Level das ist. Wir sind ja 52 oder 53, glaube ich. Das heißt, wir werden sehen. So, einmal dahin. So, und dann... Ah, ich will jetzt meine Fertigkeiten nicht verballern. Wow, das war richtig schlecht. Ich muss halt irgendwie, glaube ich, mal so zwischen den Episoden mich halt echt hinsetzen und leveln. Dass ich dann auch mal so Charaktere level, wie halt Ifrit und so weiter. Könnte ich vielleicht nach der Finsterkluft einfach mal machen. Wäre vielleicht gar nicht so falsch. Mach ich vielleicht einfach mal. So. Einfach mal mit irgendwelchen total schwachsinnigen Stapeln. Achso, wir sind falsch. Wir sind falsch. Wir sind immer noch falsch. Es verwirrt mich immer, dass da so viele kleine Männlein hinter mir herlaufen. So, was haben wir? Stufe 45. Probieren wir's. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Kann ja nur schief gehen. Was ist das? Die sind aber witzig. Analyse haben wir hier nicht. Dann verteidige du mal. So, Gedankenschinder und Vikalma. Den haben wir aber doch schon mal gesehen. Reflektiere Magie auf sie. Na, großartig. Nein, das bin ich. Und den muss ich extra... So. Reflekt besitzen wir, glaube ich, gar nicht. Ja, das fängt schon mal gut an. Ja, wie fangen wir denn hier an? Ich habe eine Idee. Wo haben wir es denn? Rotes Wallum hast Refleck. So. Funktioniert aber nicht. Ah, doch, funktioniert wohl. Ah, sehr schön. Eieiei, jetzt kann ich sie alle einfangen. Okay. Haben wir den schon mal? Okay, der will nicht. Versuchen wir den. Großartig. Sehr schön. So macht das Spaß. Wird ja immer besser hier. Boah. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Super. Cool. Okay. Dann haben wir Vikalma. Halb Tintenfisch, halb Magier, aber ganz und gar Vikalma. Obwohl er abgrundtief böse aussieht, ist er ein wahrer Meister der Lichtmagie. Damit bringt er wohl immer wieder selbst etwas Licht ins Dunkel. Sehr schön. So. Ne, nicht mitnehmen. Nicht mitnehmen. Den lassen wir. Und dann haben wir... wie heißt das Ding? Gedankenschinder. Ein kompetenter Magier mit dem Kopf eines Tintenfisches. Außerdem ist er ein großer Feinschmecker, der die Gehirne seiner Opfer am liebsten mit einem ausgezeichneten Rotwein genießt. Wohl bekommt's. So. Ja, nehmen wir natürlich auch mit. Ich bin mir sicher. Und der kommt auch einmal zu Seraphie. Obwohl da ja wirklich noch Entwicklungspotenzial ist mit drei weiteren, beziehungsweise zwei weiteren Stufen.
Aber schön, wir haben die Finsterkluft überstanden. Wir haben ganz viele von den Viechern. Ich finde es großartig, dass das doch so einfach geklappt hat. Ich dachte, das wird schwieriger. Aber das war ihre eigene Magie, die man auf sie reflektieren musste und nicht unsere. Ist okay so. So, einmal aufheilen. Oder auch nicht. Und dann mache ich das jetzt wirklich mal so, dass ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause anstrebe, in der ich dann doch zwischenzeitlich einfach mal verschiedene Charaktere bzw. verschiedene Viecher levele. Und somit einfach mal ein paar mehr Optionen biete für verschiedene Stapel, die wir dann machen können. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. 52, 53, 54, irgendwie sowas. Und ja, ich hoffe, ich kann euch dann ein bisschen was bieten an neuen Stapeln. Bis dann, macht's gut. Ciao.